Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, könnt ihr euch sehr gerne hier den Link im oberen kleinen i reinziehen. Das überlasse ich jedem Einzelnen, aber würde mich freuen über jedes einzelne Kanalmitglied, so dass hier der Kanal immer noch etwas weiter wächst. So, und jetzt kommen wir weiter zum eigentlichen Video zurück. Jojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei G4 zu einem weiteren GTA 5 Online Video. Und zwar habe ich hier für euch noch eine einfache Variante, wie ihr euren Plug-Anhänger aus dem Bunker in die Arena kommt, wo ihr ihn dann mit dem K2K Benny Merch in merchen könnt, wie schon gehabt, wie ihr das auch mit den Autos macht. Ihr begebt euch in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Das funktioniert wirklich nur in einer Sitzung für Spieler mit Einladung. Ihr selber fahrt irgendein Fahrzeug, irgendein Auto aus der Werkstattebene nach draußen. Lasst das hier stehen für euren Freund. Ihr selber geht in eure Arena als allererstes. In die Werkstattebene, allein eintreten. Sobald ihr in eurer Arena drin seid, öffnet ihr erstmal das Pausenmenü, geht hier auf Online-Optionen und schaut, dass die Spielersuche auf geschlossen steht. Das ist wirklich sehr wichtig hierfür, bei diesem Glitch. So, jetzt öffnet ihr euer Handy, geht auf schneller Job, Aktivität, wählt hier Armdrücken, Darts aus, ganz egal. Freunde in Sitzung, bist du sicher? Das bestätigt ihr auch. Und jetzt wartet ihr, bis unten drin steht, Lobby wird gefüllt, 1 von 2. Okay, 1 von 2 steht drin. Jetzt öffnet ihr noch in euer Interaktionsmenü. Geht hier auf in die Arena Werkstatt einladen, geht auf den Namen von eurem Freund, um ihn in die Arena einzuladen. So, jetzt gehe ich auf der Sicht von eurem Freund, was er jetzt machen muss. Er tritt erstmal euch bei, weil die schwarze Meldung, die muss so schnell wie möglich kommen, dass er hier, ihr geht hier entweder in die Party auf sein Profil und dann Übersicht, aktuelles Spiel und dann hier, dass ihr hier drin seid, auf Beitreten. So, und jetzt öffnet euer Freund sein Handy, öffnet die Meldung so weit, so wie ich, dass er nur noch einmal X drücken muss, um die Meldung anzunehmen. So, und dann drückt er doppelt auf die PlayStation-Taste und ab hier spammt er X so schnell wie möglich durch, um sämtliche Meldungen, schwarze Meldungen und auch die Einladung für in die Arena so schnell wie möglich alles anzunehmen. Das ist das Ziel, dass er letztendlich dann draußen stehen bleibt, dass er off the radar ist, dass das Spiel denkt, er sei in der Arena drin. Okay, so, ich mache das jetzt. Ich spamme hier jetzt einmal X durch. X, so schnell wie möglich. Okay, so sollte es nicht sein. Das gleiche nochmal probieren. So, nochmal dasselbe, nochmal eine Einladung an euren Freund schicken. Er öffnet sein Handy, geht auf die Jobliste, wählt das hier wieder so aus. Erstmal die schwarze Meldung nochmal vorladen, genau so. So, er öffnet wieder sein Handy, geht hier auf die Einladung für in die Arena. Er tretet ihm hier so schnell wie möglich wieder bei, also X wieder durchspammen. Dass es so bei ihm aussieht, ihr selber könnt das auch überprüfen, ob es wirklich geklappt hat. Drückt er einmal Options, geht hier drauf und dann muss
darf euer Freund nicht draußen angezeigt werden. Wird er draußen angezeigt, muss er den ganzen Schritt nochmal wiederholen, dass er sich hier so verglitscht, wie ich das hier jetzt gemacht habe bei ihm. So, euer Freund steigt in den Wagen hier ein, den ihr für ihn draußen bereitgestellt habt. Ihr seht, dass der Wagen blinkt, dann ist das schon perfekt. So, jetzt öffnet ihr selber nur noch euer Handy, geht einmal auf schneller Job, um die Jobsuche zu beenden bzw. abzubrechen. Und jetzt lauft ihr nur noch in die Garage rein zu eurem Fagio, der steht bei mir da hinten rechts. Beziehungsweise hier, okay. Dort steigt ihr jetzt auf. Ihr drückt jetzt einmal Steuerkreuz nach rechts. Ihr seid gefreezed. Ihr drückt einmal die Optionstaste und noch einmal die Optionstaste, um das Pausenmenü zu schließen. Jetzt könnt ihr hier rumfahren und parkt möglichst den Faggio hier hinter den Poller, hier vorne am Garagentor so hin. So, drückt einmal Dreieck. Wenn ihr jetzt nochmal Dreieck drückt, solltet ihr wieder drauf teleportiert werden, und drückt ihr jetzt nochmal Dreieck, werdet ihr wieder runter teleportiert. So, was ihr jetzt macht, ihr drückt Dreieck, um auf den Wagen drauf gezogen zu werden, und gleichzeitig auch X, um die Arena-Werkstatt zu verlassen. Wirklich Dreieck und X gleichzeitig drücken. So, ich mache das jetzt. Dreieck und X gleichzeitig. Ihr habt das gesehen, ich war auf dem Fagio und verlasse gleichzeitig die Arena. Jetzt öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge, fordert euren Flak-Anhänger an. Dann öffnet ihr euer Handy, geht hier kurz bei Savon Andreas rein und checkt, ob die Arena immer noch voll ist. Einmal hier auf Kaufen, Arena-Werkstatt. Okay, die ist immer noch voll. So. Und jetzt steigt euer Freund aus dem Wagen aus. Der Wagen verschwindet von euch. Ihr fahrt wieder zurück in die Arena. Hier dran, Werkstattebene. Diese Meldung müsst ihr auf jeden Fall bekommen. Diese nehmt ihr an. Und das Ganze muss wirklich passieren, bevor der Mechaniker euch anruft, dass er nichts ausliefern kann. Also auf jeden Fall, bevor der Mechaniker euch anruft. Er darf euch nicht anrufen, während ihr draußen seid. So, und jetzt ersetzt ihr das Ganze hier auf den Patio, wählt den aus, bestätigt das. So, und jetzt steht bei euch in der Arena euer Flak-Anhänger. Ihr seht das. Der steht hier drin. So, und ich werde euch das hier jetzt zeigen, wie ihr das macht. Trotzdem noch, wie ihr den merged, also die Sachen darauf übertragen tut und den dann nachher wieder zu euch in den Bunker zurückschickt. Und dazu muss ich ja einmal mit dem hier gerade die Sitzung verlassen, mit dem Charakter. So, ich werde das hier gerade eben schnell machen. Die richtigen Felgen drauf, ja, das passt. Werde jetzt noch mit drin zeigen, wie ich den Flak-Anhänger merge und den dann nachher wieder zurück in den Bunker schicke. So, gerade mal gucken, welches Design ist hier drauf. Okay, so. Jetzt das Ganze nochmal hier bremsen, was austauschen, so. Jetzt wieder Lackierung, Primärfarbe, Crew, einmal PS-Taste, nochmal PS-Taste, wieder aussteigen. Und damit ihr das hier machen könnt mit dem Flak, wie ich es ja schon mal gesagt habe, irgendeinen anderen Spieler raussuchen, dem kurz beitreten. Könnt das entweder über eure Freunde machen oder über die Community. Wenn ihr noch nicht in der Community drin seid, bei mir, die heißt G-Sword, könnt ihr auch gerne beitreten. So, einmal bestätigen. Dann bekommt ihr diese Meldung. Nochmal Doppel-Playstation-Taste, nochmal beitreten.
Okay, der hat einen anderen Zielmodus. So, nochmal. Das annehmen, das ablehnen. So, und dann sollte das jetzt auch hier funktionieren. Gehen wir hier an den Tisch, wo die Waffen sind, wo die Waffen modifizieren können. Drücken einmal Steuerkreuz rechts. Verlassen das wieder mit Kreis. Ihr selber geht wieder zurück auf den Flak-Anhänger, den ihr euch eben hier in die Arena reingezogen habt. Aus dem Bunker steigt da drauf auf. Euer Freund öffnet sein Interaktionsmenü wieder. Ladet euch zu sich in seiner Arena ein. Ihr geht in die Jobliste im Handy und nehmt einfach nur noch diese Einladung an. Ihr habt das gesehen, der hat sich schon geändert, der Flak-Anhänger. Und sobald ihr bei ihm in der Arena drin seid, verlasst ihr die wieder sofort und geht wieder zurück in eure eigene. So. Laufen wieder in die Garage. Ihr seht das hier, der hat das jetzt so übernommen. Mit der Farbe und diesen Felgen. Um das Ganze jetzt noch abzuspeichern, stellt ihr euch hier einen blauen Punkt. Steuerkreuz rechts. Wählt hier den Flak-Anhänger aus, den ihr eben gemerged habt. Und tauscht ihn einfach mit einem anderen Fahrzeug aus. Und geht auf Stil, ändert entweder das Outfit oder irgendwas an den Accessoires, sodass ihr unten rechts die orange Ladeschnecke bekommt, damit das auch wirklich abgespeichert ist. So, jetzt ist der Flak-Anhänger so abgespeichert. Um den jetzt wieder in den Bunker zurückzubekommen, macht ihr das ganz einfach. Ihr geht jetzt einfach nur noch nach draußen. Ihr müsst das wirklich jetzt so machen, wie ich es euch sage und auch erkläre, damit ihr keinen Deadspot kassiert. Ihr öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und geht auf Flak-Anhänger anfordern. Und dort sollte jetzt der Fatio hier draußen spawnen. Da ist er. Steigen da drauf auf. Fahren. Jetzt zurück an die Arena. Ihr müsst wirklich die Vollmeldung bekommen. Wirklich die Vollmeldung. Werkstattebene, genau die Vollmeldung. Die ist wirklich sehr wichtig. Wenn ihr die nicht bekommt, macht ihr euch einen toten Stellplatz. Wie gesagt, guckt wirklich, dass die Arena voll ist. Ihr nehmt die Vollmeldung an und tut jetzt diesen Facho, der steht ja jetzt eigentlich auf dem Stellplatz von dem Flak-Anhänger im Bunker, tut ihr jetzt nur noch diesen Fatio auf den Flak-Anhänger ersetzen, den ihr jetzt wieder in den Bunker reinhaben wollt. So, darauf ersetzen. Und ich werde mich jetzt mal eine Zwischenzeit in den Bunker begeben. Dort werdet ihr sehen, dass dort der Flak-Anhänger wieder drin steht. Werde ich das noch zeigen. Hier, ihr seht das. Ich habe ihn eben gemerged. Das beste Beweis, dass hier vorher der andere drin stand. Ihr seht das hier, da hat die Felgen noch von dem alten Flak-Anhänger drauf. Und den habe ich hier jetzt in der Arena erfolgreich gemerged und wieder mir zurück in den Bunker reingepackt. So, das wäre es auch schon am Ende dieses Videos. Hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt das Video gefeiert. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dann hinterlasst gleich ein Abo, aktiviert die Glocke. So verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. Wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.
Podcast.